So, liebe Gaming-Freunde, herzlich willkommen. Hier ist der Nils und ja, wir sind auf dem Weg zur Gruft. Ich habe euch hier mal die Karte aufgemacht. Wir sind also jetzt hier in Wegstadt. Das war Weihnachten. Also wirklich kann ich jedem empfehlen, der eine gewisse Stufe hat. Ich bin jetzt Stufe 16. Da kann man das so einigermaßen gut überleben. Wir wollen jetzt mal hier die Gruft besuchen. Ob wir es überleben, weiß ich nicht. Und dann gehen wir halt hier so langsam mal oben an diesen Kartenrand entlang. Man muss ja nicht, man kann auch rüberlaufen, aber ich will hier jetzt gar nicht weitermachen. Ich will erstmal die Karte dann weitermachen und dann einfach mal gucken, wo es weitergeht und was passiert. Und jetzt versuchen wir mal in die Gruft zu kommen. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier. Ich möchte mal wissen, was das hier ist. Da ist er. Ja, ich habe alles weggemacht. Wenn ihr euch überlegt, guckt mal die letzten Folgen an. Da war hier wirklich viel los. Da war hier noch alles voll. Das haben wir alles weggemacht. Die Jalousie habe ich jetzt extra gelassen. Na, hier kann man es auch ein bisschen lesen. We have it. Buy. Wir haben es. Kauft es. Also es war ein kleiner Laden. Das Einzige, was ich halt nicht kaputt machen kann, ist das hier. Das kann ich erst, wenn ich jetzt hier die Machete verbessert, glaube ich, dann müsste das eigentlich gehen. Weil angeblich laut Gronkh ist die Machete besser wie dieses Brecheisen hier. Ja, muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt gute Erinnerungen an diese Gegend hier. Man kann nicht alles aufmachen, klar, ich habe einfach die Dietriche nicht. Und dann ist es halt, wie es ist. Ich könnte jetzt kochen. Ja, komm, koch, wir haben so viele Tomaten. Ist eigentlich egal. Kochen wir mal. Ich habe noch nie gekocht. Zum zweiten Mal. Weil wir haben so viel von den Dingern. 15 HP. Es wäre natürlich wunderbar, wenn hier auch stehen würde, was 15 HP sind. Ich verstehe auch nicht, warum da nichts steht. 15, 30, 45, 60. Da kann man hier einfach besser leveln. Aber ich habe nichts zu sagen. Da ist es halt so. Ich habe mir angewohnt, alle Türen zuzumachen. Aber hier ist keine Tür. Wow, guckt mal, hier ist irgendwas verbrannt. Ja, tragisch, was hier passiert ist, meine Damen und Herren. Wir spielen hier Dismantle. Und jetzt müssen wir mal gucken. Wir wollen hier rüber. Ob ich es überlebe, weiß ich nicht. Meistens wahrscheinlich nicht. Ich muss ja nur irgendwo reinlaufen. Und schon bin ich tot. Also wenn ich da irgendwo... Ach, die Gruft ist ja gleich hier. Das ist ja cool. Es sagt ja nicht niemand, dass die Gruft... Tatsächlich, die ist gleich hier. Die kann ich nicht aufmachen. Ach, komm. Das ist schade. Ja, dann war es das schon. Das ist wieder mal eine typische Enttäuschung. Was ist denn das hier? Das können wir uns mal noch angucken. Ich glaube jetzt wirklich nicht, dass ich hier noch irgendwas finde, aber man weiß ja nicht. Über diese Mauern, ne? Ja. Oh, jetzt laufe ich da runter. Ich wollte... Eigentlich ist es egal. Wir können mal runterlaufen. Da ist ein Untoter. Wo ist er? Da ist einer. Wie gesagt, wenn der mich jetzt tot macht. Was ist denn hier los? Okay, nochmal Elektroschrott. Wo bin ich denn hier bitte? Mauerkontrollpunkt Kapa. Ist das nicht... Oh, ich bin auf der anderen Seite. Da könnte man auch ein bisschen was mitnehmen. Müsste ich aber den hier kaputt machen. Okay, das war's schon. Das war's schon. Na, den kann ich nicht kaputt machen. Der ist unglaublich schnell. Aber jetzt haben wir ein bisschen was von der Karte aufgedeckt.
Jetzt wissen wir also, dass es hier Kappa gibt. Okay, was ist das hier? Zeitschlusskiste, okay. Da bin ich gestorben. Das heißt, ich könnte mir jetzt. Ach Gott, jetzt. 100 Mal bin ich schon gestorben, okay. Jetzt bin ich tatsächlich ans Lager. Jetzt sind alle wieder am Leben. Das ist ja doof. Na gut. Dann können wir hier mal. Erhöhe die Chance, beim Suchen zusätzliches Material zu finden. Nahkampf. Fischer, Tierfreund. Schalte das Rezept für Tierleckerchen frei. Ja. Wir bleiben auf Kämpfen. Das können wir später immer noch machen. Das ist wirklich so, Leute. So, ich möchte jetzt als erstes was verbessern. Nämlich natürlich die Machete. Das ist nicht viel. Brecheisen kann ich nicht machen. Wir werden dann später mal auf die Tiere gehen. Verbände kann ich nicht mehr machen. Ja, machen wir mal die Machete. Ich habe nur eins auf Machete. Echt jetzt? Ja, und das war's schon. Oh, Holz und Elektro. Na, warte mal, bevor du jetzt Elektronikschrott machst, würde ich doch gerne mal gucken. Was können wir denn so. Jetzt sind halt wieder alles, halt alles voll hier, ne? Machete könnte ich machen und das Wurfmesser. Die Machete auf 2. Ja, die Machete ist aber wichtig. Die Machete wäre schon sehr wichtig. Es ist, wie es ist. Im Grunde genommen ist es ja egal. Schaden auf 40. Schaden durch kritischen Treffer. Nahkampfschaden gegen Monster 10. Ja, mach mal halt die Machete. Ja, und schon ist wieder alles weg. Oh, ein Gummi, wenn ich hätte, könnte ich noch auf 10 gehen. Ist egal. Und, Eisen und Gummi. Dann wären wir bei der Machete sogar schon auf 3. Das ist eigentlich ganz gut. Jetzt müssen wir hier halt immer gucken, dass wir vielleicht endlich mal. Jetzt können wir die Standard-Dietriche machen. Endlich. Das würde dann bedeuten, ich komme bei den anderen in die Häuser rein. Ja, dann machen wir das so. Endlich, nach so langer Zeit. Ja, mehr, ich glaube, mehr können wir nicht machen. Ja, gewöhnlicher Kompaktor. Kann man nicht machen. Verbesserte Aufbewahrungskiste. Echt jetzt? Was bedeutet das denn? Nein, kann man nicht machen. Okay, schade. Mana-Perlen 20. Ja, du bist ja Banane. Damit kannst du das Material aus deiner Aufbewahrungskiste im Lager rausnehmen und es wieder in deiner Materialtasche stecken. Ja, das brauchen wir später für ein Quest. Das heißt, das brauchen wir später für ein Quest. Da müssen wir einfach nur leveln. Ist ja gemein, dass man nicht sieht, was man noch aufmachen kann, ne? Schmerztabletten möchte ich jetzt nicht machen. Was sind denn Schmerztabletten? Unterdrückt den Schmerz bei kleineren Verletzungen. Die Anzahl der Verwendungen wird im Lager wieder aufgefüllt. Braune Pilz und Plastik. Ja, man muss auch vorsichtig sein. Wurfwaffen wollte ich eigentlich nicht machen. Gibt es denn keine anderen Waffen außer Wurfwaffen? Dolchtrio. Eisen. Morsches Holz. Fell. Drei perfekt ausbalancierte Messer, die in einer kegelförmigen Formation geworfen werden. Könnte man für die Tiere verwenden, ne? Ja. Ja. Oder wir machen Monsterköder. Pflanzen, Plastik, Elektronikschrott. Der Köder sendet Schallwellen auf einer Frequenz aus, die nicht
mehr menschliche Wesen anlockt. Nicht mehr menschliche Wesen. Die Anzahl der Verwendungen wird am Lagerfeuer wieder aufgefüllt. Dann würde ich... Was ist denn das hier? Ein kleiner Kubus mit schwarzen Punkten auf der Seite, der unterschiedliche Zahlen... Treffer plus 1,5... Ja, brauchen wir nicht. Monster, Schweißbänder. Laufgeschwindigkeit plus 10%. Ja, das Problem ist ja... Das wisst ihr, was das Problem ist? Das Problem ist ja... Ich gehe mal hier runter. Das Problem ist ja, dass ich hier das nicht freischalten kann. 4, aber ich kann ein Werkzeug dazu machen. Auch nicht. Das heißt, man muss hier viel, viel leveln. Hilfsmittel. Kompass. Ermöglicht schnelle Fortbewegung von einem Verbindungsturm zum nächsten. Na, da bin ich mal gespannt. Das mit dem Ding hier habe ich auch nicht verstanden. Ermöglicht es, am Lagerfeuer zu kochen. Oh, okay. Ach, die Punkte zeigen immer an, was freigeschalten ist. Accessoires. Wieso ist das verschlossen hier? Was? Okay. Verstehe ich nicht. Jetzt muss ich mal überlegen. Wie viel ist es denn? Okay. Ich wollte überlegen, ob ich noch was verbessere. Ja klar kann ich das nur am Lagerfeuer verwenden. Jetzt verstehe ich das. Dolchtrio. Ist halt doof, ne? Weil wenn ich meinen Rucksack verbessern will, ich glaube, das mache ich ja. Ja, es ist halt schwierig, ne? Es ist halt schwierig. Es ist halt schwierig. Weil wenn ich mit den Dolchen die Rehe erlegen kann, dann bekomme ich auch wieder mehr von diesen Lederfellen, was ich da brauche. Weil ich tue mich halt momentan sehr schwer, die Rehe zu erlegen. Die bräuchte ich aber auch hier weiter, um dann auch die Klamotten herzustellen. Da brauche ich Elektronikschrott. Ist das die Stufe hier 21? What? Okay. Schweißbänder. Vorräte habe ich momentan am meisten. Man kann ja schon sehr, sehr viel machen, weil du kannst die ja auch verbessern, ne? Geschwindigkeit der Ausweichrolle. Naja, das sind so Kleinigkeiten. Sichel. Das ist Kampf hier. Es wäre eigentlich wichtig, dass wir in den Kampf weitergehen. Stufe 20, okay. Aha, hier haben wir 17. Leider weiß kein Mensch, was das hier ist. Knochen und Plastik. Das können wir mal machen. Chance auf Crit plus 1,5. Baseballschläger, echt jetzt? Ursprünglich entworfen, um Bälle weit wegzuschlagen, hat sich aber auch als handliche Schlagwaffe erwiesen. Schaden durch Powerangriff plus 25%. Er macht 24 Schaden. Okay, 24 Schaden. Was macht denn der von Schaden? 28. Schaden durch Powerangriff plus 60. Da kommen dann nochmal 60% dazu. Ja. Das heißt, in der Grundform würde mir das jetzt nicht weiterhelfen. Weil ich habe hier 28 und hier hätte ich jetzt 24. Plus 25%. Hier habe ich aber 60, ne? Ja. Das heißt, das müssen wir nicht unbedingt jetzt machen. Müssen halt wissen, was da noch kommt, ne? Man macht ja das, man schaltet es ja eigentlich nur frei, um weiterzukommen. Baseballschläger ist sicherlich dann besser wie die Machete. Die Machete macht beim Schaden aber nur Schnitt 40. Ja, ja, immerhin. Der macht 40. Die Machete macht 40. Was haben wir hier gehabt? Naja, da müsste ich ja wirklich... Was ist denn 60%?
bei 28. Lass mich das mal ausrechnen. 28 plus 60%. Da wären wir bei 44 Schaden. 45 Schaden. 45 Schaden. Naja, Digga. Schaden durch Crit, 60 Schaden durch Power, 30. Also 40 plus 30%. Und Nahkampfschaden gegen Monster? Okay. Das heißt, die Machete ist jetzt schon besser, weil ich habe hier 52, mache ich momentan, wenn ich Powerangriff mache. Ansonsten habe ich 40 Schaden plus 10%, also 44 mache ich momentan ohne Powerangriff. Schaden durch Crit plus 60. Das heißt, ich werde dann gegen Monster nur noch die Machete nehmen und ich werde auch versuchen, dann lasse ich den Baseballschläger und versuche hier dann jetzt über die Machete zu gehen. Ja, Dolch-Trio. Ja, ich mach mal, warte mal, ich muss mal überlegen. Das sind halt einmal so schwierige Sachen hier. Das heißt, ich würde die zweimal, warte mal, wie mache ich denn die weg? Na, ist ja wurscht, ist ja wurscht. Werkzeug, dann werde ich das hier mal rausmachen und mache hier, ach, das kann ich hier gar nicht machen. Sichel, okay, Angeln. Das Angeln reintun. Für was brauche ich denn eigentlich eine Sichel? Hier kann ich ja nichts machen. Maximum Treffer plus 5 wäre schon wichtig, ne? Ja. Das kann ich halt alles erst später machen. Das ist halt schwierig. Was wollte ich denn jetzt? Oh, den kann man drehen. Das ist ja cool. Ach, den Rucksack, genau. Hier haben wir auch die Temperaturen. Überlebenstemperaturen minus 15 bis 30. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Schaden ablocken, Maximum Treffer, Materialtaschen plus 4 ist halt zu wenig. Ja, jetzt ist halt die Frage, ich könnte ja zum Beispiel auch den Schlafsack verbessern. Oder geht das nicht? Ja, hier, klar. Fellner, ich brauche halt überall Fell. Stofffesten, was ist Tarnnetz? Was ist ein Tarnnetz? Gegner-Sichtweite. Ja, das kann man machen. Wisst ihr, was ich nicht verstehe? Ich weiß nicht, ob dieses Tarnnetz, Eisen und Gummi, Stoßdämpfer. Oh, gibt es ein bisschen mehr. Jetzt pass mal auf. Ob das immer hilft. Ich habe hier vier Balken. Okay, ich habe hier vier Balken. Und jetzt werde ich das mal hier verbessern. Habe ich denn jetzt mehr Leben? Ja. Cool. Okay, jetzt kann ich natürlich die Wurfmesser nicht machen, werde ich aber als eines der nächsten Dinge machen. Ach Gott, da fehlt ja nur. Na, warte mal. Ach so. Ja, dann muss ich das wirklich mal machen. Weil das ist ja hier von 4 auf 5, dann habe ich 5 Anwendungen und Monster gegen Wurfschaden gegen Monster 40 auf 60. Habe ich die denn angelegt? Jetzt muss ich hier mal gucken. Nein. Wo habe ich denn die Wurfmesser? Ach so, entweder das oder das. Das ist ja doof. Das ist ja wirklich doof. Spezialgegenstand, dann müsste man hier mal gucken. Das heißt, ich muss das hier auf jeden Fall verbessern. Hilft alles nichts. Damit ich hier meinen zweiten Gegenstand anlegen kann, das verstehe ich nicht. Das sind doch Vorräte. Das hat doch mit dem Messer nichts zu tun. Das muss ich noch mal gucken hier. Spezialgegenstand. Schalte eine neue Position frei, indem du vier Objekte aus dieser Kategorie herstellst.
Okay, vier. Ja, du hast drei. Okay, drei, ehrlich? Na, gucken wir doch noch mal rein hier. Ja, fast gedrückt. Eins, zwei, drei, vier. Ich habe keine drei, ich habe vier. Eins, zwei, drei, vier. Das kann es nicht sein, sage ich doch. Du hast drei. Ja, wisst ihr was? Was soll ich denn da jetzt freischalten? Auf was bezieht sich denn das? Das ist so komisch wieder gemacht. Geh ich nochmal rein. Na, mach doch. Das sind so wichtige Dinge. Hier steht Spezialgegenstand. Schalte eine neue Position frei, indem du vier Objekte. Du hast drei. Das ist schlecht geschrieben. Welche Position soll ich freischalten? Spezialgegenstände. Haben wir Spezialgegenstände hier? Nein. Wir haben hier Kleidung, Erkundung, Rohstoffverwaltung, Bewegung, Heilung und Überleben. Ich will unbedingt. Wo sind denn die Verbände? Die sind hier. Schweißband, wenn ich das jetzt mache. Das war jetzt einfach irgendwas gedrückt. Gyroskop. Stabilisiert die Lage bei Bewegung in Kurvenform? Okay. Sagt mir jetzt gar nichts. Okay. Baseballschläger kann ich wirklich noch herstellen? Ja, das Fell will ich, das will ich behalten. Ich muss halt mal dann wirklich hergehen und muss den Rucksack verbessern. Der steht hier gar nicht. Doch hier, ne? Fell und Plastik. Plastik haben wir schnell zusammen. Aber das Fell ist halt das Problem. So, und jetzt ist halt die Frage, hat sich das jetzt rendiert oder nicht? Nein, ich wurde wieder mal beschissen. Also ihr seht, das ist genau das, was ich bemängele. Schalte eine neue Position frei. Welche? Ja, welche? Welche? Jetzt habe ich das ganz umsonst verbessert. Das ärgert mich jetzt. Diese Hilfsmittel hier. Material verfolgen. Kompass. Ermöglicht schnelle Fortbewegung von einem von. Na gut. Okay, dann würde ich sagen, was ist denn das? Verbindungstürme habe ich schon, ja. Dann würde ich mal sagen. Beenden wir die Sendung. Das hat jetzt gar nichts gebracht. Ja, das hat jetzt gar nichts gebracht. Brecheisen. Machete. Ich weiß nicht, was, ja, okay, für was man das gebrauchen könnte. Okay. Ja, das ist das Blöde, ne? Ich brauche halt braune Pillen. Schmerzloser Tod. Oh, jetzt hat er es rausgenommen. Okay, ach so geht es. Ich will halt diesen, er ist ja egal. Was kann man denn hier noch ausrüsten? Diesen Lager kannst du nur. Okay. Ah! Ausweichen. Gegnersichtweite geschrumpft. Chance auf Crit, Sucheffizienz. Angelgeschwindigkeit, okay. Warum ist das zu? Laufgeschwindigkeit plus 10, das geht natürlich nur, wenn man hier das auch freigeschaltet hat. Naja. Okay, Ladies and Gentlemen. Ist halt, wie es ist. Sind hier halt die ganzen Gegner. Das bedeutet aber, wir können jetzt hier reingehen, wozu war, ne? Jetzt haben wir natürlich die ganzen Gegner hier wieder. Aber das machen wir in einer der nächsten Folgen. Euer Nils. Ciao.